Im Kapitel 8.1.4.2 Auftragnehmer geht es im Prinzip um Beschaffungstätigkeiten bezogen auf gewisse Auftragnehmer und deren Zusammenspiel, sage ich mal, mit dem SGA, mit deinem SGA-Management-System. Und was genau steht drin und wie kannst du das Ganze dann abwickeln? Frage dich unterm Strich, inwieweit Auftragnehmer auch entsprechend informiert sind über deine Abläufe, ne? Was für eine Notwendigkeit eigentlich besteht, mit Auftragnehmern über SGA-Risiken zu reden. Wenn du beispielsweise einen Subunternehmer hast, einen Auftragnehmer hast, der für dich auf eine Baustelle fährt im Rahmen von einem Serviceeinsatz, dann stehst du in der Verpflichtung, entsprechende SGA-Risiken quasi zu kommunizieren und mit ihm dann zu koordinieren oder ihr zu koordinieren, dass dann entsprechende Kommunikation, Koordinationsarbeit stattfindet. Des Weiteren ist natürlich sicherzustellen, dass dieser Auftragnehmer ja, entsprechend deine Vorgaben miterfüllt und dazu beiträgt, dass deine SGA-Leistung auch entsprechend weiterhin hoch bleibt. Wie kannst du vorab schon sicherstellen, dass überhaupt relevante Auftragnehmer mit dir zusammenarbeiten, indem du sie bewertest? Und hier wird das dann entsprechend auch nochmal thematisiert, dass Kriterien zur Bewertung von, ich sag mal, Lieferanten, von Auftragnehmern, die das SGA-System angehen und auch mit berücksichtigen, im Spiel sind. Das heißt, wenn du eine Lieferantenbewertung in deinem Einkauf installiert hast, dann stelle bitte sicher, dass du nicht nur qualitätsrelevante Dinge, zum Beispiel qualitätsrelevante Dinge, dann auch mit zur Bewertung berücksichtigst, sondern auch, dass arbeitsschutzrelevante Kriterien wie zum Beispiel Unfallzahlen auch eine Rolle spielen im Rahmen der Auswahl von Lieferanten. Und dann bist du auch in diesem Bereich safe. Lass uns also weiterschauen, was noch auf uns zukommt.